kümmere mich jetzt mal eben drum, dass wir outside noch so richtig einen drauf zocken. Heute bauen wir unsere Defense aus, raiden ein und stellen fest, dass wir bald einen fetten Nachbarschaftskrieg haben. Bin halt nur noch nicht ganz so zufrieden mit der Hanging Defense hier, ne? Sag ich ganz ehrlich, das ist noch nicht perfekt irgendwie. Aber gut, wenn man den Tower, soll ich den ganz an der Klippe bauen, sodass der richtig hier noch hoch auch hinshootet? Oder back, dass das eher richtig schön mittig hinten drauf als Outpost? Also so richtig schön hier so zap, zarab. Irgendwie so, oder was? 1, 2, 3. Und eben habe ich, um den Munit zu ärgern, einfach mal Drop All in den Repli gemacht. Du räumst aber den Repli noch auf, ne? Mach ich die Tage noch. Da werde ich ganz fickrig, werde ich da. War eine gute Antwort aber, ne? Ja. So, da guckt doch mal einer an hier. Ja, sag, hör mal, für mich ist das Wunderbärchen. Für mich ist das ein Traum. Habe ich doch mal wieder einen guten Spot gefunden, ne? Du hast den geilsten Spot gefunden, das weißt doch sie nicht. Aber du bist auch der geilste. Meinst du, die Leute gucken auch so ein bisschen, weil sie manchmal denken, oh, da sehe ich vielleicht einen coolen Spot. Oh, wo baut der jetzt? Und so, und sich immer fragen, wie macht der das alles? Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Na, ich auch nicht irgendwie. Es tut mir wirklich leid, aber... Nee, ist okay. Ich brauche deinen Metall-Hedgeframe. Das hört sich geil an irgendwie, ne? Ein Hedgeframe. Junge. Er konnte erst nicht fassen, ne? Ja, ich konnte es mir nicht fassen. Ich war so, ne. Da, ne. Weißt du, ich habe mir wenigstens übrigens einen Drop-Off-Tresor gebaut. Ich habe halt meinen Drop-Off erstmal in Repli alles getan. Ja, genau, das ist es. Mann, ist der zugemüllt, echt, das kannst du keimen. Wie bei den Messis. Und bei denen noch unterm Sofa. Ja, bei den Messis unterm Sofa. Nicht bei Hempels unterm Sofa, bei den Messis unterm Sofa. Mensch, Pascal Hendrik. Ja, während ich hier fleißig bin und wieder alles crafte und so, der Moonin wieder spielt hier ein bisschen, lacht ein bisschen, hat hier seinen Spaß bei, ne? Die macht das Spaß hier, ne? Ey, du klonst da gerade irgendwas, du da. Ja, hab ich doch Bloodstalker, gesehen. Damit wir Bloodstalker breeden können. Und wie die Leute immer denken, so man muss einfach nur dreimal drücken und dann hat man so eine Base. Sieht bei uns ja auch so aus, sind wir ehrlich. Ja, denken sie immer, wo ist denn das Arbeit noch? Ja, wenn ich immer rausschneide, wie wir farmen. Ich zeige immer 3 Minuten im Video, wie man farmt, einmal und dann für 10 Folgen gar nicht mehr. Dann denken die Leute immer, wir zinsen das aus dem Arsch irgendwie raus, weißt du? Wir pressen doll und dann zack, Wutz. So ist es aber nicht. Das ist mühselige Arbeit hier. Ja, aber mal echt so ein Ding zu bauen, da sitzt du schon dran, ne? Ja. Stündlich oder so ist das immer pro Part hier von der Base. Ich muss dir geben, wir haben heute noch nicht viel gemacht und es ist einfach 21 Uhr gleich. Hallo Leute, ich bin's der Simi. Leider schlechte Nachrichten. Wir haben das Turret Cap erreicht. Dementsprechend ist unser Tower mickrig, sag ich mal so. Ein Teleporter geht raus, guck mal hier, schön hier hinten. Ja, dann haben wir es halt. Ist halt schade, ne? Ich hätte gerne noch mehr gebaut. Okay, hallo meine Freunde des gepflegten Gamings. Ich habe mir jetzt was überlegt. Unser Tower kann ja leider wegen Turret Cap nicht fertig gebaut werden. Viel zu viele in der Range. Deshalb habe ich jetzt noch 3 so Flying-Dinger hingeklöppelt. Ist jetzt nicht die Welt, aber das können wir durchziehen. Ja, wir können hier unten vielleicht noch einen hinmachen, wenn hier das Cap... Jo, hier ist das Cap clear. Guck mal, hier kann noch easy einer hin. Da hinten kann noch einer hin. Und dann können wir hier drunter noch welche machen. Und dann haben wir noch mal ein bisschen extra Defense. Tschüss. Was war das denn? Defense. Kleiner Leck. Tschüss. Jetzt tschüss. Einfach ein Leck tschüss. Im Kopf, Alter. Ich glaube, ich habe die gut positioniert, sodass man von allen Seiten fast alle Cubes wegklären muss. Egal von wo man kommt. Das ist eklig. Und 6 müssten bebaut sein. Ja, 1, 2, 3 oben close. 3 nochmal hier unten eine Etage tiefer, weil da Turret Cap war. Und dann noch 3 Stück, die ausstehen, die hier die Lücken füllen und dann haben wir eigentlich wirklich das nochmal verätzt. Also das ist halt ein easy clear, ne? Soakst halt an einer und mit dem Tech-High ballerst einfach den Frame direkt weg. Aber das musst du halt, keine Ahnung, 5-mal machen und dann kommst du erst hier hin und dann kommst du hier rein und dann hast du eigentlich unseren Loot. Ciao. Das ist eine Heidendrecksarbeit, ne? Ich meine, man kann noch viel mehr von den Teilen bauen, aber erstmal die man auch eigentlich clearen muss, um uns zu raiden, die sind jetzt erstmal da. Und dann kann man ja immer noch einfach immer weiter diese Teile hier drumherum spammen, ne? Okay, hallo Leute, ich habe da noch eine Theorie, die ich gern testen will. Ich habe gerade so überlegt, wenn sie uns angreifen, von wo fobben sie? Und habe dann so überlegt, okay, entweder da unten, aber wahrscheinlicher ist sogar hier, weil es weiter oben ist und das hier so einen Schlitz hat. Und dann dachte ich mir, ist es nicht eine Strategie? Wenn ich ein Turret nehme, jetzt mal auf einem flachen Grund so halbwegs, müsste ja übel pervers sein. Ich nehme mir ein Turret, place das,
Setz da eine Foundation dran und nehme dann ein oder mehrere Tresore und place die in / um das Turret drum. Und die Idee ist, dass laut meinen Berechnungen, dadurch das Turret hier übelst blockt, andere Turrets zu placen und so, und sie sich durch Tresore knacken müssen. Das Ganze könnte ich auch mit Generatoren noch machen, das wird dann nochmal weiter blocken. Aber ich glaube, die Idee an sich ist schon recht fies. Wirkt auch ein bisschen illegal auf mich, aber es stört mich gerade mal nicht. Kann mein Problem werden, ist dann aber, kann dann der Zukunft Simi gucken, dass er da dann sich dann da rausredet, ne? Das war ich gar nicht. Ich wusste es ja gar nicht. Ach, das ist nicht erlaubt? Nee, das hat auch der Moonen gemacht. Also, klar. Das muss ich, kann ich schon mal üben, den Satz. Nee, also das hat der Moonen gemacht. Meldet euch mal wieder beim Moonen, aber der ist nur erreichbar. Sonntags und montags zwischen 13.58 Uhr und 14 Uhr. Der sagt Bescheid, wenn er bereit für seine Strafe ist. Ich mache jetzt mal 6 Tresore auf die nächsten beiden, jeweils auf die nächsten beiden. Mehr. Hotspots. Und das Geile ist ja, es muss ja nicht mal unter jedem Tresor eins sein. Man kann hier Jebait-Tresore hinsetzen. Und dann müssen sie die ja trotzdem blowen, ne? Und ein paar einzelne Foundies gehen hier auch ran. Genau, und man kann hier ja alles Mögliche dann noch an Spam-Techniken durchführen, wenn man will, ne? Und dann die Spam-Area auch einfach so 10 Turrets mit einem Jenny in einem Tresor spreaden. Das ist einfach nochmal da auch, du da ansetzen musst für einen kleinen Soak. Da kann schon mal safe keiner foppen. Da steht unser Tower. Hier kann keiner fobben, da stehen Turrets und gewalltroppte Turrets und Spam. Hier kann keiner fobben, auch. Okay, da hinten links fehlt noch ein bisschen was, aber hier haben wir auch Turret-Cover überall. Dass du zumindest da auch ansetzen musst, um überhaupt eine Fob in der Nähe zu bauen, musst du zu einem Soak ansetzen, weißt du? Und hier genau dasselbe, du musst soaken und clearen, das heißt 20, 30 Minütchen. Und da in den Tresoren sind Turrets. Ja, weil das gibt uns Zeit zu reagieren, weißt du, und einen Gegenschlag zu planen, wenn wir halt sehen, oh fuck, weil ansonsten würden die eine Fob schnell bauen, halbe Stunde, zack, Fob gebaut und dann anfangen zu soaken und dann sehen wir es und dann haben die aber schon eine Big Fob und so kriegen wir es halt mit erst und können dann noch, bevor überhaupt eine Big Fob zu close steht, noch unseren Raum, weil wenn die halt auch direkt hier ist oder direkt da, dann wird es auch schwer hier draußen zu defenden, weißt du, wenn die von ihrer Fob aus Vision auf unseren Eingang haben, das ist kacke. Oh Mann. Nach dem Bauen waren wir noch ein bisschen Scout Gigas und haben auf Extinction einen kleinen Außenposten gefunden. Aber richtig, Gigas. Alter, 697er. Ist halt nur ein blöder Tech-Tower. Ein Hover-Skiff. Soll ich das schon mal zerbolzen? Nein. Dann weiß er ja schon, dass wir da sind. Aber damit kann er uns halt dann grabben, wenn er da ist, ne? Das ist ein Breeding-Outpost. Die bauen in irgendeinem Red-Hole, hatten keinen Platz mehr. Aber die haben auch Replies da, ey. Und da sind Eier. Stimmt. Da kriegen wir eine Gigaline her. Ja. Wir raiden das trotzdem weg, Junge. Ja, natürlich raiden wir es weg. Ist die Frage, gehen wir hier rechts hoch oder wirklich links auf dem Weg in Bubatz? Hör mal auf, hoch zu fliegen. Aufhören, kurz lassen. Danke. Ja, dann droppe ich jetzt drauf. Ich habe mich so ein Stück an eine Kante gezogen. Ja. Und Mannen! Toll, da sind wir. Okay, also. Und dann direkt die High Ground Turret. Genau, ich hol die dann weg. Du rennst erstmal mit deinem Stego rein. Okay. Warum kriegt denn der 800er Hits? Das sind Heavies. Hallo, das sind Solo-Player. Ich komm nicht drauf. Grapple dich. Oh mein Gott. Mach. Und dreh. Ja. Fuck. Ich muss ein Bier reinziehen. Ich krieg zu viele Hits. Gerade nicht. Warte, Chef. Ich bin noch nicht ready. Ich geh down. Matt Bruce. Ich kann hier nicht weiter drehen, ey. Ja, ich bin wahrscheinlich down, Chef. Ich muss hart zurückturnen jetzt. Um dann eine Linkskurve reinzudrücken. So. Okay, ich geh vor. Ich geh nochmal kurz ein Stück zurück. ORP, das ist ein... Wir können noch nicht. Der ist PvE protected. Okay, Fehlalarm. Wir haben noch Anfängerschutz. Ach Mann, Alter. Das war so ein schönes Raid-Target. Da wäre ein easy Knacko halt gewesen, ne? Die Base stand noch unter PvE Protection. Wenn man neu anfängt, hat man 24 Stunden Anfängerschutz. Schade. Hallo Leute, ich bin's, der PowerSimi. Heute möchte ich mich einem Problem widmen. Denn ihr habt ja gesehen, hier bei uns unter Wasser in diesem Raum hat jemand gebaut. Gerade auch ohne Facecam, weil es extrem spät ist, aber das muss noch gemacht werden. Und danach habe ich diesen Eingang hier geclaimed. Ihr seht, hier ist ein Teleporter und hier geht's dann hoch raus aus dieser riesigen Unterwasserkuppel, wo wir dann in unserem Red Hole bauen. Wir haben das Problem, dass hier zum einen Teleporter abging und zum anderen dort der Eigentümer der Base, die hier vorhin drin war, noch Turrets hat. Und zwar nicht wenige. Jetzt möchte ich probieren, nach oben zu kommen und uns außerhalb mal einen Teleporter zu setzen, damit wir mal von außen gucken können, was da so alles ist. Und das vielleicht mal wegraiden können, um unsere eigene Defense dahin zu hauen. Und genau das mache ich jetzt. Überlebender wird downgezockt. Überlebender ist da. Hier ist unser Loch. Hier muss ich gleich gucken. Oh mein Gott!
Digga, genau da ist unser Locheingang. Habt ihr das gerade gesehen? Einfach ein Skeleton-Prachtstück 3 Meter daneben. Ja gut, das wird jetzt ätzend. Da ist eine Cave, ne? Ja, da ist eine Cave oder so. Okay, das... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Crazy motherfucking shit. Sogar richtig im Wasser haben sie dort. Wer ist denn das? Fanclub V2. Kennen wir nicht. Ich probiere mal hier den Teleporter zu verstecken. Irgendwo hier. Genau hier. Und dann gucke ich mir das jetzt nochmal an, ey. Das ist ja jetzt wirklich ärgerlich. Da haben wir halt übelste direkte Nachbarn, ey. Das wird der übelste Nachbarschaftskrieg. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber wird es. Aber der übelste, das sehe ich ja jetzt schon kommen. Oh mein Gott, noch ein Skelly da. Ja, da kann ich nicht mal den Eingang richtig scouten. Da komme ich nicht nah genug ran. Aber warte mal, stehen da Turrets dran? Der sieht so unfertig aus. Da stehen ein paar in der Mitte. Ey, der ist noch nicht fertig. Ich rufe mal Moonen an. Vielleicht ist der noch wach. Da müssen wir rein, so schnell es geht. Das müssen wir wegmachen. Die sind an unserem Eingang. Das geht echt überhaupt gar nicht. Ab in die Crafting Area. Holy shit, ey. Ich nehme mal eben Flak mit. Moonen war gerade nicht am PC. Kommt aber gleich. Ich muss mir das nochmal genauer angucken. Den Skelly im Wasser kann man vielleicht mit einem Raft raiden. Und solange der nicht fertig gebaut ist, haben wir noch eine Chance, das wegzuklären. Außer da kommt jetzt noch einer oder so. Dann haben wir ein Problem. Ich guck mal kurz. Transmitter Fanclub 2, der ist von denen. Da ist ein Astro. Fanclub V2. Da rendert die Bestie rein. Das ist Abfuck, Joe. Das ist, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Das Teil ist richtiger Abfuck. Die haben wahrscheinlich auch 5, 6 von denen im Quadrat gebaut, wie man es macht. Ja. Komplett um die Cave rum. Scheißdreck. Das heißt, es bringt uns nicht viel, den einen Tower da wegzuholen. So eine Kacke. So eine Kacke, weil das ist nur der weit wächste. Den könnten wir halt versuchen anzudamagen, um sie zu ärgern. Aber dass wir da so richtig, fuck, so richtig reinkommen, wird tricky. Außer mit einem Boot übers Wasser irgendwie. Weißt du, dann den wegblowen mit übers Wasser Anschnorcheltechniken. Hier ist in der Tower gebaut, hat Turrets auf Wasserhöhe. Da müssen wir uns da durchsprengen, dass das wegzusprengen über den Wasserweg ist halt auch nicht insane cool, ne? Sage ich euch ganz, ganz ehrlich. Ist nicht insane cool, vor allem, weil es auch wieder mehrere sind. Ihr seht, 2 Stück müssen wir übers Wasser safe clearen. Mindestens. Uff, ey. Uff. Dabei war meine eigentliche Mission doch nur unter Wasser mal zu gucken, ob unser Futzki da Defense gebaut hat und wie. Das mache ich jetzt mal kurz. Der baut ja hier. Hier ist unser Eingang. Da ist ein Transmitter. Von wem? Von noch jemandem. Von welchen, die uns hier raiden wollen. Ey, nee. Ey, nee mit E. Okay, und deren Defense geht bis hoch zum Eingang. Okay. Ich habe die Infos, die ich wollte. Und das Ergebnis. Wir sind ein bisschen gefickt. Moonen? Ja. Wir sind ja arschmäßig gefickt. Weißt du das? Hast du mal gesehen, was oben an unserem Loch eigentlich so steht? Nee. Ich habe da mal einen Teleporter für dich gebaut. Der heißt Guns Out. Kannst du ja mal gucken. Dann wirst du nämlich sehen, dass unser Eingang von so ungefähr 8 Skelly Towers gedefft wird. Als wir hier einziehen wollten, da hattest du doch einmal gesagt, hey, was ist denn das da? Da war eine Höhle. Weißt du noch? Ja. Siehst du die, den Eingang von hier? Ja, wer baut denn da? Fanclub. Und das ist halt... Zwei. Das ist halt 100 Meter neben unserem Loch. Also direkt daneben. Das ist ein Turbo-Adcent-Raid. Das müsste man mit Magmas oder irgendwie. Und unser Eingang. Magmas im Wasser, aber schwierig. Ja, ja. Genau unter mir ist der Eingang. Kann man da ins Wasser? Ja, aber nicht ganz so. Siehst du den Transmitter? Das ist noch jemand, der das hier clearen will. Und die Turrets beginnen ab da unten. Da siehst du das Vakuum, das erste. Die kriegen wir easy weggemacht, so. Die von dem C-Typen. Und wir haben halt 20 Meter daneben Bigge Baba Buats Nachbarn. Ich baue uns gerade schon Tech-Haie. Muss man da auch wieder sagen, seitdem man bei mir in Videos gesehen hat, dass ihr das so gebaut habt. Seitdem bauen uns alle so, ne? Da sieht man nur noch diese Tower. Ja. Also wir haben das nicht erfunden, ne? Ist ja klar, aber... Ja, aber überleg mal. Vorher haben die immer diese Tower gebaut und obendrauf war vielleicht eine kleine Erhöhung, wo noch Turrets drauf standen. Jetzt mittlerweile bauen sie auch alle mit 3, 4 Zwischensteps, weißt du? Glasklar, alle bauen uns nach. Wir sind also super cool. Und in den kommenden Tagen wird ein fetter Krieg ausbrechen. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Seid gespannt, ich hab euch lieb, haut rein und tschüss.